Pustekuchen-Zwiebelchens und... Pingelingeling erstmal, ne? Geben wir es im Kopf, ist das Wichtigste. Deswegen waren wir es Hansa. Köstlich. Ja, Hansa Export, ne? Ja. Kronenschmeckt. heute wieder mit einem Stargast hier im Review, weil heute ist ja auch das letzte Review des Jahres. Ist es so? 31.12. haben wir jetzt, also... Heute quasi. Ja, haben wir nicht, aber du weißt, ne? Zeitreise und so. Zeitreise. Wir sind ja Zeitreisende. Mhm. Und wir haben eine schöne Platte erhalten und da dachte ich mir so, die hebe ich mir auf, wenn ich mal wieder jemanden dabei habe, der vielleicht Ahnung von der ganzen Geschichte hat. Oha. Ja, du musst jetzt Ahnung haben. Von Thrash Metal. Ja, du schreibst es Rockhard, da musst du von jedem Metal irgendwie okay, Ahnung haben. So, Headshot. Und da liegt ein schöner Brief bei, den ich jetzt gerne feierlich verlesen möchte. Moin Gore-Minister. Hier unsere Eyes of the Guardians LP für ein Review. Die ist im April 2023 rausgekommen. CD-Veröffentlichung war Oktober 22. Viele Grüße und Ping, der Olaf von Headshot. So, hier könnt ihr nochmal sehen, ne? Als ich das gesagt habe, ne, hat er durchgestrichen, wusste er wahrscheinlich selber nicht mehr. Quasi ein brandaktuelles Review. Ja. Ja. Was haben wir jetzt hier? Ja. März 23, Oktober 22. Ja, aber ich habe ihn ja kennengelernt. Besser spät als nie. Ja, aber ich habe ihn ja kennengelernt auf der Tour, also mit den Fickern, Idiots und so auf Tour waren. Und da stand er da und meinte so, würdest du das machen? Und ich so, ja, natürlich. Bin ja nicht so, ne? So, hier ist das Cover. Eyes of the Guardian, Headshot. Ja? Hübsch. Oh, sogar Gattefold. Und oh! Oh, jetzt sehe ich ja mal was ganz Interessantes, ne? Mhm. Guck mal hier. Für den Gore-Minister. Ping steht da. Und ja, hier mit allen Unterschriften. Und den habe ich getroffen. Das ist er. Der Typ. Ah ja. Und hier sind alle Leute drin. Alle brav unterschrieben. Mhm. Das ist ja schön. Können wir nochmal reinhalten hier, ne? Also hier für den Gore-Minister Ping. Und dann haben wir alle unterschrieben. Ja, das finde ich ja schön. Vielen lieben Dank, Jungs. Die Dani sogar mit kleinen Pentagrammen. Oh. Aber falsch rum. Falsch rum. Dann ist der Zacken nach oben. Und er mit Hashtag. Hashtag like Till. Till spielt Schlagzeug. Okay. Ja. Hashtag like Till. Dann haben wir den Olaf, Lied und Rissengitarre. Daniela, Lied und Backing Vocals. Den Max an der Gitarre. Und den Ben auch am Bass, aber nur live. Und Orgen. Bin sehr gespannt. Hier ist nochmal so ein Beileger-Ding. Das gebe ich dir einfach mal. Schaue ich mir mal an. Ja. Das kannst du dir gerne anschauen. Guck mal, da ist noch mal. Da ist eine kleine Autogrammkarte dabei. Mhm. Ohne Autogramme. Kannst du dir bei der nächsten Tour dann abholen? Ja, habe ich ja jetzt in der Platte drin. Ah, dann ein Sticker. Ein Sticker. Ich wollte ja auch mal meinen ganzen Tisch so bestickern, ne? Mit dem ganzen Scheiß. Und dann. Oh. Ein Booklet mit 193 von 250. Gibt es also gar nicht mehr so viele von. Echt? Müsste schnell sein. Aber während du erzählst, lege ich derweil mal auf. Ne? Also hier, erzähl mal irgendwas, was da so in dem Booklet passiert. Ja, Texte passieren da drin und hinterlegt mit Artworks, so ein bisschen so ägyptischer Style hier mit dem Auge des Ra. Ne? Und Knochenmännern. Und Flammen. Ist doch genau dein Ding eigentlich. So, jetzt haben wir mal hier. Auch genug. So, sind wir wieder zurück. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Auge, das war auch. Doch. Ja. Ja, das hier, Sisters of Mercy. Vision Thing. Aber du hast ja auch eine lustige Anekdote zu der Platte, weil du, als ich eben gerade gesagt habe, was wir machen, hast du direkt auf deiner Haus- und Hof-Webseite geguckt, was da dann das auch hart ist. Genau, ich habe gesehen, 9 von 10 Punkten. Ey. Amtlich. Kam gut an, würde ich sagen. Ja. Bei dem oder derjenigen, die es gebrochen hat. Ich weiß ja, wer, ich weiß auch nicht, wer es ist. Nee, das ist nachher so. Nein, ich. Ja. Keine Ahnung, jetzt holt er wieder sein Handy raus und mal gucken. So, war das ein schöner Auftakt, aber der geht ganz schön lange. Jetzt müsste mal was passieren. So, jetzt nochmal.
so, oh, das ist aber ein langer Auftakt. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich das nicht war. Aber vielleicht bin ich auch alt und habe Demenz. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Dieses Demenz-Album, ne? Ja, Pingerlingerling. Aber das ist ja nur so ein Auftakt, ne? Das ist, glaube ich, nur Intro. Ich glaube, das ist tatsächlich nur ein Intro. Hey, jetzt kommen die Thrash-Dinger hier schön durchgekachelt. Produktionstechnisch geht das mal. Kann man schon machen, ja. Das ist schon hart. Wer hat das gemacht, die Produktion? Ah, das ist eine gute Frage. So, da sind nur die Leute drin. Steht wahrscheinlich in dem schönen Booklet. Ja. Finde ich auch schön hier. Ne? So ein 9-Inch-Format. Warum ist denn hier? Very special thanks. Ja, das will keiner wissen. Yeah. Recorded Mix and Masters between July 2019 und February 22, vor 3 Jahren. Fuck. At Pure Sonic Studio Langelsheim, Germany. By Joost and Old Joost is for all Schlüter. Kennst du die? Pure Sonic Studio? Sag mir nix. War ich noch nicht. Nee. Aber da steht doch nicht. Langelsheim. Wo ist Langelsheim? Rockhard war das mein lieber Kollege Frank Schäfer. Und von Frank halte ich tatsächlich eine ganze Menge. Das heißt, die 9 Punkte werden schon gerechtfertigt sein. Frank, guter Mann. Mach demnächst mal unser. ja, aber das ist erstaunlich. Und er hat gesagt, ja, wir spielen Thrash Metal. Wenn ich das jetzt höre, würde ich sagen, ja. So. Das ist so diese typischen Takte. Aber eben das Solo passt da gar nicht rein irgendwie. Also passt da nicht rein, nicht schlecht gemeint, sondern nicht. Ja, aber das Ganze so aufbricht. Mhm. So. Ah, episch. Schön, wenn wir hier rum. Ach nee, ja, hat er mich gematzt. Ich dachte, da kommt wieder so ein Tam. Hey, und jetzt so live, weißt du, hey, ja, da kannst du live irgendwas machen. Ich hab gerade in den ersten 2 Zeilen gelesen, 11 Jahre zwischen dem Album und dem Vorgängeralbum. Ach, vergangen. Oh, das ist so ein Eckchen. Aber ich find's krass irgendwie, ja, da kommt wieder das Ding irgendwie so, ja, dass das dann dafür sagen so, oh, eine Frau kann so klingen, ja natürlich bin ich Frau. Aber bei der Art Enemy anhört ihr Nervosa. Ja, ja, ey, Nervosa ist abriss pur. Ne? Aber ich finde, es hat so einen gewissen Sabine Carson. Also wird so ganz leicht. So Gewürz drin, ne? Nicht komplett, also nicht kopiert, aber so ein Gewürz drin. Aber wenn das Video erscheint, haben Holy Moses ja auch ihren letzten Gig gespielt, denn die machen ja auch zum Jahresende den Scheiß, ne? Ja. Daher. Da hatte ich mit Sabine auch nochmal drüber geredet. Ich meine so, wie kann man denn dazu kommen, mit 35 Jahren in Rente zu gehen? Und ich hat sie dafür das Kompliment bedankt und meinte, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Und die haben ja dieses Jahr auch wirklich an jeder Steckdose gespielt und alles. Und man muss ja auch mal ehrlich sein, irgendwann wird es ja auch einfach nicht mehr besser. Ne? Das ist so, nee. Also ich meine, ich bin ja zum Beispiel diesen Kiss-Fan. So. Natürlich traurig dem hinterher, wenn die dieses Jahr ein Rente gehen machen. Auch aus eurer Sicht jetzt vor kurzem. Aber gehen aus unserer Sicht Rente? Zu demnächst. Ne? Aber gehen die wirklich in Rente? Also besser das haben wir schon öfter mal gesagt. Besser wäre es, ne? Wenn man sich das so... Ja. Ne? So, ja, aber sowas meine ich. Ja. Weißt du, das bricht das so auf. Das geht so weg von diesem typischen Thrash. Also, das weiß ich aber überhaupt nicht. Ja, nein, überhaupt nicht. Ja. Aber so ein melodiöser Spritzer da drin irgendwie.
Also produktionstechnisch finde ich das richtig geil. Weil jetzt hier mit der Double Bass, aber das macht schon einen Alarm. Ja, klingt gut. Klingt gut, ja. Klingt gut. Klingt gut. Ja. Also du bist doch eigentlich derjenige, der dafür bezahlt wird, Reviews zu schreiben. Das ist richtig, aber ich schreibe meistens Reviews eher über Heavy Metal, über Epic Metal, über Hard Rock, über Glam Metal, so. Thrash ist so, da ich kann mit Thrash ein bisschen was anfangen, so, aber es gibt nicht so ein Kerngebiet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Okay. Ja. Toll. Nie gewesen. Weißt du, da lasse ich die ganzen Grindcore-Platten stecken und ne? Stecken. Ne? Ich finde das aber gar nicht schlecht insofern. Ich würde aber gerne wissen, wo ist denn das Orgel? Wo ist denn das die Orgel? Vielleicht steht es ja im Booklet Orgel Patch Track 7, 5 and 3. Ey, die haben sogar hier, kann man das hier sehen? Die haben sogar die Leads aufgeschrieben, wann wer welche Lead-Gitarre spielt. Vielleicht habt ihr auch geschrieben, wer wann die Lead-Orgel spielt. Ja. Ja, hier. Ja. Aber irgendwie steht das da nicht dabei, glaube ich. So, ersten Song haben wir. Aber ebenfalls nicht bei Robert Oppenheimer. Now I have become Death, Destroyer of Worlds. Ja, Oppenheimer, ne? Ist ja jetzt gerade im Kino der totale gewesen. Bringer ja. Gewesen. Weiß ich nicht. Na, weiß ich nicht. Ah, der Erfinder der Atombombe. Ja. Das steht tatsächlich nicht dabei, wann wo dieser Orgel zum Einsatz kommt. Nee. Aber sowas finde ich geil. Das hat so einen schönen Groove, weißt du? Du musst schon mal linke Spur fahren, Lichthupe machen. Geh da weg. Ich muss vorbei. Also ich finde die Aufmachung aber auch geil. Ist genau. Auf jeden Fall. Ne? Schönes Gatefold. Platte zu machen ja. Ist ja schon teuer, aber das mit Gatefold und ja. Dann mit so einem gebundenen Buch. Ja. Und noch hier den ganzen Schnippes dabei. Alles schon, ja. Ja. Das Buch auch da rein? Ne, wir versenken das in die erste Seite. So, hier. Das brauchen wir vielleicht noch. Aber ich finde es nicht verkehrt. Wir fragen mal hier in die Runde, wir fragen mal die Regie, die ja auch total metal-affin ist. Was sagt denn die Regie? Ist gut. Ja, kann man gut hören, ja? Ja. Wir fragen mal die Hip-Hop-Regie, die ja auch am Start ist. Ich habe gar nicht zugehört, ich bin gerade im Internet, lasst mich in Ruhe. Ah, okay, ja. Nein, hört sich gut an, nervt mich nicht so, also das, was im Hintergrund hört. Sehr angenehm. Als wenn du jemanden zu Thrash fragen willst, dann musst du eigentlich von Lex Materi jemanden einladen. Jörn, so ein Stück weit, vor allem den Boris, ne? Der ist da sehr verwurzelt. Ach, Boris, ja. Jörn gesagt, sorry, Boris. Ja. Boris, ja. Na, Boris, komm, traust du dich? Dann suche ich dir bestimmt auch noch eine schöne, feine Platte raus, die ich geschickt habe. Also, ich glaube, der Boris, der traut sich mit Sicherheit. Das war ja auch so die erste echte Bezugsperson bei euch in der Band. Weil wir haben uns sowieso gefunden, wir haben uns auch auf dem Konzert am längsten unterhalten. Ich dachte, der Jörg wäre so der erste Bezugsperson gewesen. Ja, den kannte ich ja schon, also von den Leuten, die ich vorher nicht kannte. Ja, Jörg, ne? Ja. Der Jörg. Ich habe gesehen, was du ihm auf den Buckel geschmissen hast beim Rockfest. Ja, da habe ich mir gedacht, komm, ich mach mal so richtig. Ich komme ja in den Fotografen vorne rein, dann machst du mal hier so auf Fangirl. Und der mag ja auch Masters, ne? Und den Triplops. Kann man so sagen, ja. Hat er eine schöne Story auf Instagram gemacht. Scheiß auf BHs und Schlüpfer. Ja. So, wir drehen nochmal um, damit wir die B-Seite auch nochmal gehört haben. Wir sehen uns gleich wieder, bis dann. Ach, da habe ich es wieder nicht geschafft mit dem Einzel, ne? War ich zu langsam. Ja. Da muss man trinken, um was zu machen. Genau, warte. Ja. 1, 2, 3, trinken. Ich finde das Songwriter technisch aber gar nicht schlimm oder gar nicht schlecht. Weil die haben immer so einen Klimax in ihren Songs. Und jetzt, ja,
So, das ist immer so dieses, man hat so ein Vorspiel und so ein Intro und dann kommen sie rein. Und ich könnte schwören, dass das auch nochmal auf eine andere Stufe geht. Jetzt ist ja so ein bisschen abgehackt und das ist nochmal so durch, so ein durchgängiges Geballer irgendwann ist. Ich finde das schon sehr stabil, wirklich. Ich finde es von der Produktion her tatsächlich überzeugt mich total. Was erlebe ich das? Wisst ihr was? Wie sich das anhört? Wie alte Metallica fickt Marilyn Manson. Weil da einer mit die Stimme total an Marilyn Manson. Das ist voll. Was ist Marilyn Manson? Ja. Regie schüttelt den Kopf. Regie schüttelt den Kopf? Was sagt man? An was erinnert dich das denn? An alles, aber nicht an Manson. Nee, aber so ein Misch aus alten Metallica und Marilyn Manson. Nee, ist ja auch doch, alte Manson-Sache. Voll nicht. Der klingt von der Stimme her. Oh, wie heißt sie? Ach, scheiße. Entschuldige bitte. Daniela, genau. Daniela klingt für mich wie alte Manson. In der Passage. Absolut. Was nicht schlecht ist, weil ich mag Manson tatsächlich. Also die Erstlingssachen, jetzt mittlerweile ist nur noch eine aufgedunsene, blöde Alkoholqualle. Ja, ist doch so. Ei. Aber als er mit seinem Korsett da rumgelaufen ist, so dieses dürre hier Sweet Dream Single, war ich mega. Manson wäre mir jetzt echt nicht so gesprungen. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist mehr. Ja, da sagt die Regie Daumen nach oben, weil die ist großer King Diamond Fan. Wie stehst du zu King Diamond? Sehr, sehr gut. King Diamond jetzt mal hier zum Review aus der Ecke ziehen können. Ja, vielleicht schickt er mir ja sein neues Album, was jetzt in the making ist, hab ich gehört. Ja. Ja, die haben die Charles-Menschen, Alter. Die haben die Charles-Menschen. Wir haben immer noch ein Fingerlingeling hier. Ja, ich sag mal so, sind die 9 Punkte gerechtfertigt? Weil eben, was sie da auf der Gitarre machen, das ist nicht dumm. Du bist jetzt ein Hammer hören. Also ich vergebe nicht mehr. Das ich auch nicht. So einmal oder ein halbes Mal gehört habe. So. Ja? Dann fragen wir mal andersrum. Wem würdest du diese Platte empfehlen? Also definitiv Fans von Ultra und Crash Metal, ne? Melodischer Thrash. Melodischer Thrash Metal, ja, ich würde sagen. Also nicht unbedingt Fans von Sonne, aber vielleicht Fans von. Boah. Mach mal so ein paar Bandvorschläge. Nee, so für Sodom ist es zu melodisch. Für Sodom ist es zu melodisch. Also eher Fan von amerikanischem Thrash, würde ich sagen, ne? Ah, ja. So die gute alte Bay Area. Ja, genau. Ja? Alles so von Exodus über Slayer. Ja, für Slayer ist es auch ein bisschen zu gebügelt. Komm ein bisschen drauf an, ne? Ja. Aber stimmt, wenn so Bay Area ein bisschen mehr Melodie. Ne? Also jetzt nicht den Creator-Fans oder den Sonnen-Fans oder den Tanker-Fans der Republik. Nee, eher sondern so ja? Raus aus Deutschland, raus mehr aus Deutschland. So. Ja, würde ich auch sagen, genau, ne? Ja, das stimmt. Ja, das kann man so stehen lassen. Also, wenn euch Headshot gefällt und deren Platte hier Eyes of the Guardians, dann besucht die Jungs / Jungs innen. Nochmal für Jungs und Mädel, die da auch sehr gut ist. Ja, keine Ahnung, ob ich dich jetzt damit beleidigt habe, das so ein bisschen wie Marilyn Manson. Aber es hat mich halt daran erinnert und ich sag immer, wie mir der Mund gewachsen ist. So. Und mit diesen Worten würden wir sagen, Ben supporten. Dingelingeling. Und dann wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr es seht. Und Nachmittag. Jetzt was? Und Nachmittag. Und ihr könnt jetzt was? Abschalten. Ja, abschalten, ne? Und, ja, abschalten, 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 abschalten.